Der Carrera Cup Deutschland wird Ihnen präsentiert von Porsche. Der Porsche Carrera Cup auf Sport 1 mit dem Finale auf dem Hockenheimring. René Rast oder Sean Edwards, das ist die Titelentscheidung hier. Beide Teamkollegen in den gelben To Limit Porsches, beide absolute Experten hier auf dem Hockenheimring. Rast hatte hier im April schon ein Rennen gewonnen, aber auch Sean Edwards. 12 Punkte führt der Deutsche vor dem Briten. 40 Punkte sind hier in diesen letzten beiden Rennen noch zu vergeben. Und ich kann Ihnen eins versprechen, dieses Finale ist an Dramatik nicht zu überbieten. Maximal 40 Punkte sind zu holen in den ausstehenden zwei Läufen. Der Vorsprung von René Rast gegenüber seinem Teamkollegen im Team Deutsche Post bei To Limit gegenüber Sean Edwards. 12 Zähler, also alles noch drin für den Engländer, der im vergangenen Jahr durch einen Reifenplatzer den Titel verloren hat im Duell gegen seinen Landsmann Nick Tandy. Edwards will auf alle Fälle in diesem Jahr zuschlagen. Er steht auf Pole, hat neben sich den Dänen Nicky Thiem, der bereits einen Laufsieg feiern konnte 2012, und zwar auf dem Eurospeedway in der Lausitz. Direkt hinter Sean Edwards, der Meisterschaftsführende auf der Platz 3, René Rast. 25 Jahre alt, stammt aus der Nähe von Frankfurt, hat zum dritten Mal in Folge den internationalen Porsche Supercup für sich entschieden. 2008 war er auch schon Meister im nationalen Porsche Carrera Cup. Die Anspannung ist riesengroß, optimale äußere Bedingungen, strahlender Sonnenschein, Temperaturen um die 23 Grad, was die Luft angeht, Asphalttemperatur bei nahezu 30 Grad. Michael Christensen, einer von zwei Porsche Junioren, auf Startplatz 4, dahinter der Österreicher Philipp Eng und Jaap van Laachen, der Niederländer. Sie alle wollen sich natürlich am finalen Wochenende noch einmal von ihrer besten Seite zeigen. Die Verhandlungen für das Jahr 2013 laufen. Viele Fahrer sind auf der Suche nach einem konkurrenzfähigen Cockpit. Ein Top-Ergebnis würde nachhaltig natürlich in Erinnerung bleiben. Entsprechend die Erwartungshaltung für dieses Rennen. Sean Edwards weiß ganz genau, die werden alle reinhalten auf Teufel komm raus. Am besten ist vorne wegfahren, sich aus allem raushalten. Und dann hoffen, dass sich möglichst viele Konkurrenten zwischen ihn und Teamkollege René Rast schieben. Die Absprache mit dem eigenen Renningenieur, wie weit kann ich nach vorne rücken in der aufgemalten Startbox. Und dann erwischt Sean Edwards einen optimalen Start in den vorletzten Lauf des Jahres. Er setzt sich sofort von Nicky Thiem, der wiederum René Rast hinter sich lässt. Rast wird attackiert von Norbert Ziedler, kann die Attacke aber abwehren. Rast auf einem relativ sicheren Weg Richtung zweiter Kurve, Anbremspunkt, Rast auf der Innenlinie, behauptet sich auf der dritten Position. Philipp Eng zeigt sich da bereits formatfüllend in den Außenspiegeln des Porsche von René Rast, aber der fährt souverän auf Rang 3, alles läuft nach Plan. Sean Edwards verteidigt die Führung vor Nicky Thiem. Edwards versucht sofort eine Distanz zwischen sich und der Konkurrenz zu bringen, um sich aus allem heraushalten zu können. Weite Linie von René Rast, dann zieht er nach innen rein und bekommt den Schlag rechts hinten aufs Heck von Philipp Engs Porsche. Der Dreher ist nicht mehr zu vermeiden und er muss warten, bis die gesamte Konkurrenz an ihm vorbeigezogen ist. Und plötzlich ist das Projekt Titelgewinn wieder ins Schwimmen geraten, denn ganz hinten am Ende des Feldes würde er keinen einzigen Meisterschaftspunkt mitnehmen und der direkte Konkurrent Sean Edwards an der Spitze des Feldes. Ungünstige Situation für René Rast, der plötzlich seine Felle davonschwimmen sieht. Natürlich bekommt Edwards mit, dass es hinter ihm ziemlich turbulent zugegangen ist. Und wir schauen uns das Ganze noch einmal an. Bleibt Rast auf der Außenlinie, zieht er nicht vehement nach innen rein, dann wird es diese Kollision womöglich gar nicht geben. Aber hätte, wäre, wenn, im Nachhinein ist man immer schlauer. Rast hat da versucht, den kürzesten Weg zu nehmen. Und dann bekommt er den Schlag aufs Heck durch den Porsche von Philipp Eng, der nichts dafür kann. Der kann sich auf der Innenlinie auch nicht in Luft auflösen. Ein Rennunfall, so wertet es auch die Rennjury. Die Rennkommissare haben es genau so gesehen. Und deshalb lassen sie Philipp Eng auf der vierten Position aktuell liegend ohne Bestrafung weiterfahren. Natürlich René Rast mit einer richtig dicken Halsmanschette jetzt unterwegs. Gibt Gas ohne Ende nach dem Dreher. Startet er eine fulminante Aufholjagd.
Rennen darf maximal 30 Minuten dauern. Man fährt jetzt schon gegen die Uhr, aber dann hat man noch einmal genau nachgerechnet. Und es wird dann wieder zurückgegangen auf die ursprünglich angepeilte 14-Runden-Distanz auf diesem 4,574 Kilometer langen Kurs. Eine Traditionsrennstrecke, die Sie alle in Fleisch und Blut haben, denn hier haben Sie sämtlich schon mehrere hundert Runden absolviert. Es sollte also kein Problem sein, sich hier zurechtzufinden. Sie kennen alle die Ideallinie. Und dennoch, es gilt ein bisschen Haus zu halten mit den Reifen. Man hat hier doch einige Hochgeschwindigkeitskurven, in denen man leicht slidet. Das geht auf die Reifenoberfläche. Und wer da zu stark räubert in der Anfangsphase, der muss das dann im Finale hinten raus wahrscheinlich bezahlen. René Rast kann sich solche Gedanken nicht leisten. Er muss sehen, dass er möglichst schnell wieder nach vorne kommt. Anschluss an die Punkteränge erhält. Ab Platz 15 gibt es Meisterschaftszähler. Und er gibt Gas ohne Ende. Jörg van Laren, Philipp Frommenwieler, die wir hier gesehen haben, Elia Erhardt. Und dann mittendrin im Mittelfeldpaket ist bereits René Rast, der einen Konkurrenten nach den anderen schluckt. Da sehen Sie den Knick hinten rechts in der Stoßstange. Am Porsche von René Rast, der sich hier Christina Nielsen schnappt, die junge Dänin, die Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Einzige Dame im Feld, die erste seit vielen Jahren, die fest eingeschrieben ist im deutschen Porsche Carrera Cup. Robert Voss, den Niederländer, hat er hier geschnappt, der in der Amateurwertung unterwegs ist. Und vorne Edwards von Timo Nestre, den beiden Hermes Attempto Racing Kollegen, die sich jeweils schon einmal im Verlauf der Saison gegenseitig von der Piste geschossen haben. Die beiden sind sich auch nicht immer grün, aber die haben natürlich jetzt ein gemeinsames Ziel, Sean Edwards von der Spitze verdrängen, hier beim Saisonfinale selber noch einen Laufsieg zu feiern. Rast gegen Ilia Erhardt, dem letztjährigen Meister im Seat Leon Supercoppa. Ohne Probleme kommt er am Franken vorbei und der Weg führt stringent nach vorne. Die große Frage, was kann er am Boden noch gut machen? Timo Destre jagen Sean Edwards, kommen am Engländer aber nicht richtig ran, der beim Start alles richtig gemacht hat, sofort rüberzieht, um eine mögliche Attacke des Dänen-Team zu blockieren. Und dann hat er erst einmal zwischen sich und René Rast einen Konkurrenten liegen. Kritisch die ersten Kurven. Hier gehen einige einen sehr weiten Weg, um Kollisionen zu verhindern. In der ersten Runde wird das durchaus noch toleriert. Später dann nicht mehr, verlassen der Rennstrecke mit allen vier Rädern nicht erlaubt. Und hier auf der Innenseite eine lackierte hohe Wurst, über die alle hinwegräubern, als ob sie gar nicht da wäre. Da haben wir die Situation. Philipp Eng schickt René Rast in einen Dreher, das Ganze unabsichtlich. Und Rast in der Folge wie ein Derwisch durchs Feld wirbelnd, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Da hinten ist er schon, nächste Attacke, Anbremsen der Spitzkehre. Wunderbar auf der Innenlinie setzt er sich durch. Philipp Frommenwieler muss ihm da Platz lassen. Kann sich nicht wehren gegen die Attacke und der nächste Konkurrent steht an, das ist Robert Renauer. Gaststarter an diesem Wochenende für Hermes Attempto Racing, seit 2003 im deutschen Porsche Carrera Cup unterwegs, hat sehr, sehr viel Erfahrung, 2012 hauptsächlich im ADAC GT Masters zu sehen und in der VLN Langstreckenmeisterschaft bei Pinter Racing mit Michael Ilburg zusammen. Er ist eine harte Nuss, die es da zu knacken gilt. Wann und wie er vorbeikommt, zeigen wir Ihnen gleich. Der Carrera. René Rast, der amtierende Champion im internationalen Porsche Supercup, hängt hinter Robert Renauer fest. Vorletzter Lauf, deutscher Porsche Carrera Cup. Rast, der Meisterschaftsführende. Ein Dreher gleich zu Beginn, hat ihn weit zurückgeworfen. Fulminante Aufholjagd bis dahin, aber Robert Renauer ist ein harter Gegner. Er braucht eine gewisse Zeit, um ihn sich zurechtzulegen. Dann ist es aber soweit. Konsequentes Ausbremsmanöver, herrlich gemacht von René Rast. Und damit hat er Robert Renauer geknackt. Der Weg nach vorne ist frei, aber noch führt sein Teamkollege Sean Edwards. 12 Punkte Vorsprung für René Rast in der Meisterschaftswertung gegenüber dem Engländer. Und diese 12 Punkte, sie schmelzen dahin wie Schnee in der Sahara. Aber noch ist ja einiges zu fahren. Wir sind gerade mal bei Halbzeit.
Und da hinten kommt er schon, der René Rast. Hat sich schon wieder ins vordere Mittelfeld nach vorne gearbeitet. Eine klasse Leistung des Porsche Carrera Cup Meisters von 2008. Edwards vor Team, dahinter der Franzose Kevin Estre. An der Spitze haben sie sich's bequem eingerichtet. Jean Edwards vor Niki Thiem und Kevin Estre. Direkte Attacken untereinander sind nicht zu erwarten. So weit, so gut. Aber dann diese Situation, Jean Edwards abseits der Strecke im Dreck. Und schauen Sie das Rad hinten links. Gummi ist bereits runter von der Felge. Ein Reifenplatzer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Das ist doch nicht zu glauben. Im vergangenen Jahr verliert er den Titel aufgrund eines Reifenplatzers im Duell mit Landsmann Nick Tandy. Hier liegt er souverän beim Saisonfinale in Führung, hat den Titel zum Greifen nah. Und wieder ein Reifenplatzer und er fällt zurück, der Engländer. Rast sieht das, dass der Kollege, der eigene Teamkollege in Schwierigkeiten ist. Rauch ohne Ende auf dem Weg zur Spitzkehre. Rast ist bereits hinter dem Engländer und dann dreht sich Jean Edwards auch noch ab auf dem Weg Richtung Boxengasse. Und er will mit Gewalt zu seinen Mechanikern, will im Rennen bleiben, aber er fällt aussichtslos zurück. Und er nimmt dann auch noch eine Streckenabkürzung, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Das ist unerlaubt. Hier fährt er jetzt geradeaus eine mächtige Abkürzung. Er bekommt dafür in der Folge eine Boxendurchfahrtsstrafe aufgebrummt. Die tritt er dann nicht an und wird per schwarzer Flagge aus der Wertung genommen. Jean Edwards geht bei diesem Rennen also komplett leer aus und das aufgrund eines Reifenplatzers. Da drehst du doch gedanklich am Rad, bis die Felge glüht. Zum zweiten Mal in Folge versaut ihm ein platzender Reifen die Krönung im Porsche Carrera Cup. Da hast du doch das Gefühl, dass dir die Motorsportpest an der Ferse klebt und das ohne Ende. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, das ist der pure Wahnsinn. Rast zunächst mit einem Dreher, am Ende des Feldes mit einer klasse Aufholjagd und Edwards plötzlich draußen. Der Wahnsinn galoppiert. Das ist natürlich eine Pille, die für den Engländer schwer zu verdauen ist. Ich habe die Curbs ausgelassen, die mir das Team angesagt hat. Danach wurde ich von den Fahrern hinter mir hart attackiert, aber ich hatte eine komfortable Führung. Dann hat schon wieder der Reifen versagt. Das geht mir nicht in den Kopf, dass der Michelin-Reifen nicht mal ein paar Curbs aushält. Sie sollten sich diesen Reifen einfach nochmal anschauen. Ja, der ist richtig bedient. Rad wurde gewechselt. Auto notdürftig repariert, er ist nochmal auf die Strecke rausgegangen, aber ich habe es ja schon vorweggenommen. Er sieht wenig später dann die schwarze Flagge, weil er eine Boxendurchfahrtsstrafe wegen unerlaubten Abkürzens auf der Rennstrecke negiert. Und er wird da auch noch in der Startaufstellung für den finalen Sonntagslauf um 10 Plätze zurückversetzt. Wie es innerlich in Jean Edwards in diesem Moment aussieht, das kann man sich nur in etwa vorstellen, es erahnen. Aber René Rast, der weiß natürlich ganz genau, das ist jetzt die Chance, frühzeitig den Deckel auf den Topf zu legen. Hat hier Michael Ammermüller vor sich, der auch beim Saisonstart mit dabei war. Ammermüller wehrt sich noch ein bisschen, aber René Rast unaufhaltsam auf dem Weg nach vorne. Siebter muss er jetzt werden in diesem Lauf. Jean Edwards geht leer aus, dann ist er mit Platz 7 Meister. Und so weit ist es bis dahin gar nicht mehr. Kapitaler Verbremser von Michael Ammermüller, der in der Spitzkehre dann rausgetragen wird. Rast vorbei, der Versuch eines Konters. Und da muss Ammermüller aufpassen, dass er nicht mit seinem Porsche das Heck des Fahrzeuges von Rast trifft. Das wäre natürlich des Üblen ein Kübel zu viel gewesen. Zwei Dreher in einem Lauf. Das geht natürlich gar nicht. Rast unwiderstehlich, setzt sich in der Folge auch sofort von Michael Ammermüller ab. Hier sehen wir nochmal diesen kapitalen Verbremser, rauchende Colts ohne Ende. Da geht ganz schön viel Gummi in die Luft und dann kann er die Linie nicht mehr halten. Der Michael Ammermüller rutscht über den Curb raus in der Spitzkehre und damit ist die Innenlinie frei für René Rast, der dann auch das Beschleunigungsduell für sich entscheidet. Rast in der Manier eines Champions, das sieht auch Hans-Bernd Kamps, der Chef des Teams Deutsche Post bei Tourlimit. Dann der Schaden am Rad hinten links
am Porsche von Michael Christensen. Einer von zwei Porsche Junioren im Feld. Der fährt für Konrad Motorsport. Hier beim Anbremsen, da ist es schon passiert. Auto ist schon instabil auf der Hinterachse. Luft ist aus dem Reifen bereits draußen. Christensen scheidet ebenfalls frühzeitig aus. Identischer Schaden wie bei Sean Edwards. Das macht natürlich nachdenklich. Doppelführung für Atempto Racing durch Team und Estre. Dahinter Philipp Eng auf einer Podiumsplatzierung. Klaus Bachler jagt ihn noch. Der zweite Porsche Junior im Feld. Dann Siedler, Lukas van Laeren und dann René Rast auf der achten Position. Einen Platz muss er noch gut machen, dann ist er definitiv der neue Meister im Porsche Carrera Cup. Die letzten Meter. Niki Thiem sichert sich den zweiten Laufsieg der Saison nach dem Rennen in der Lausitz. Riesenerfolg für den jungen Dänen. Dahinter der Franzose Kevin Estre. Doppelerfolg also für die Mannschaft von Akin Aka für Hermes Attempto Racing. Philipp Eng mit einer Podiumsplatzierung. Klasse Rennen auch von ihm. Klaus Bachler auf 4, dahinter Siedler und dann Jaap van Laeren. Und dann sehen wir auch schon René Rast. Und damit ist klar, René Rast, der 25-Jährige, hat sich vorzeitig den Titel im deutschen Porsche Carrera Cup gesichert. Sean Edwards, er kämpft verbissen bis zum Schluss. Aber die schwarze Flagge nimmt ihn aus der Wertung. Dennis Rostek, Mentor und Förderer von René Rast, links im Bild. Und die Teamverantwortlichen von Two Limit, die freuen sich über einen weiteren Titel, den sie haben einfahren können. Und das trotz einer Premiere in dieser Saison. Denn zum ersten Mal im Jahr 2012 im Porsche Carrera Cup ist kein Fahrer vom Team Deutsche Post bei Two Limit auf dem Podium. Niki Thiem freut sich riesig über seinen Erfolg und René Rast ist der neue Champion. Der beste Abschluss, was man sich wünschen kann. Ich habe mir vor das Wochenende geträumt, für mich und für das Team den besten Abschluss zu kriegen. Und das ist absolut perfekt. Das ist das erste Mal, dass wir Erst und Zweiter sind. Und für mich ja perfekt. Also der Saisonabschluss für mich dieses Jahr war echt der Hammer. Und damit ist auch klar, dass in der Gesamtwertung Niki Thiem durch diesen Sieg nicht mehr von Platz 3 zu verdrängen ist. Das ist das Rennergebnis noch einmal in der Übersicht. Und das sind die strahlenden Gesichter bei der Siegerehrung. Niki Thiem in der Mitte, links Kevin Estre, der Franzose, rechts Philipp Eng. Und dann haben wir auch noch einen neuen Meister, René Rast, nach dem vorletzten Lauf des Jahres mit 21 Punkten Vorsprung gegenüber Sean Edwards. Maximal 20 wären im letzten Lauf nur noch zu holen. Für den Sean tut es mir ehrlich gesagt leid, weil auf dem Weg will man keine Meisterschaft gewinnen. Ich kann mich auch noch nicht so richtig freuen im Moment, weil es natürlich für das Team kein schönes Ergebnis ist. Gut, beim Sean muss ich jetzt sagen, ich habe mir schon gedacht, dass er eine schwarze Flagge wegen der Aktion kriegt, dass er die Strecke verlassen hat und abgekürzt hat in dem Moment, wo er einen Reifenschaden hatte. Wie gesagt, das ist kein schönes Gefühl und es für ihn tut es mir auch ein bisschen leid. In the end, I think eigentlich ist doch klar, dass ich der Champion sein müsste. Ich hatte mehr Poles und mehr Rennen angeführt, aber er hatte halt keinen Reifenschaden und ist eine gute Saison gefahren. Das Team war großartig. Ich bin enttäuscht, aber für das Team ist doch alles gut. Wir haben bewiesen, dass wir dieses Jahr absolut dominiert haben. Wir müssen nichts mehr beweisen. Zweimal in Folge den Titel verlieren aufgrund eines Reifenschadens, das ist wahrlich eine ganz bittere Pille. René Rast ist übrigens der Erste nach Frank Schippler 2003, der beide Titel innerhalb einer Saison gewonnen hat, im Porsche Supercup und im Porsche Carrera Cup. Den letzten Lauf des Jahres, den zeigen wir Ihnen gleich. Der Carrera Cup Deutschland wird Ihnen präsentiert von Porsche.